In diesem Video erläutere ich Ihnen den Gebrauch von Imperfetto und Passato Prossimo und stelle diese beiden Zeitformen einander gegenüber. Beide Zeiten beziehen sich auf die Vergangenheit, wobei das Imperfetto den Zustand betont, das Passato Prossimo dagegen das Ereignis. Das Imperfetto ist sozusagen wie ein Bild, das den Zustand beschreibt. Das Passato Prossimo hingegen ist wie ein Video, das einige Ereignisse erzählt. Fangen wir mit dem Passato Prossimo an. Die vergangenen Handlungen, die mit dem Passato Prossimo dargestellt werden, sind einmalige Handlungen. Das heißt Handlungen, die sich nicht regelmäßig wiederholen. Zum Beispiel: Nel 1969 Neil Armstrong è atterrato sulla Luna. Im Jahr 1969 ist Neil Armstrong auf dem Mond gelandet. Ieri ho prenotato un tavolo per 10 persone. Gestern habe ich einen Tisch für 10 Personen reserviert. Das Passato Prossimo kann auch verwendet werden, um Handlungsketten darzustellen. Zum Beispiel: Prima ho bevuto un caffè, poi ho acceso il computer. Zuerst habe ich einen Kaffee getrunken, dann habe ich den Computer eingeschaltet. Es gibt einige Signalwörter, die als Hinweise für die Anwendung des Passato Prossimo dienen. In Verbindung mit diesen Wörtern wird, wenn man sich auf Vergangenes bezieht, sehr oft das Passato Prossimo verwendet und nicht das Imperfetto, obwohl dieses in manchen Fällen auch gebraucht werden kann. Diese sind zum Beispiel: Tutto il giorno, den ganzen Tag. Tutto il mese, den ganzen Monat. Tutto l'anno, das ganze Jahr. All'improvviso, plötzlich. Da, a, von, bis. Appena, sobald, plus Ereignis. Zum Beispiel: Ho avuto mal di stomaco tutto il giorno. Ich habe den ganzen Tag Magenschmerzen gehabt. Appena siamo arrivati a casa, abbiamo aperto tutte le finestre. Als wir nach Hause kamen, haben wir alle Fenster geöffnet. Das Imperfetto wird im Gegensatz zum Passato Prossimo für solche vergangenen Handlungen benutzt, die sich regelmäßig wiederholen. In vacanza andavamo sempre al mare. Im Urlaub fuhren wir immer ans Meer. Normalmente ci svegliavamo tardi. Normalerweise wachten wir spät auf. Da bambina leggevo molti fumetti. Als Kind habe ich oft Comics gelesen. Außerdem wird das Imperfetto für die Beschreibung von Personen, Gefühlen und Landschaften in der Vergangenheit verwendet. Il bagnino era molto simpatico. Der Bademeister war sehr sympathisch. L'acqua del mare era pulita. Das Meerwasser war sauber. Wie wir gesehen haben, werden das Passato Prossimo und das Imperfetto ganz unterschiedlich benutzt. Das Passato Prossimo benutzt man für Handlungen, die keine Gewohnheit darstellen bzw. sich nicht regelmäßig wiederholen. Das Imperfetto benutzt man für Handlungen, die sich wiederholen bzw. für Beschreibungen eines Zustands. Das hat zur Folge, dass sich bei einigen Verben ein Bedeutungsunterschied ergibt, je nachdem, ob sie im Imperfetto oder im Passato Prossimo stehen. Dieser Unterschied wird im Deutschen oft durch zwei verschiedene Verben wiedergegeben. Zum Beispiel: Avere paura. Avevo paura, ich hatte Angst. Versus: Ho avuto paura, ich bekam Angst. Conoscere. Nel 1998 lo conoscevo già.
1998 kannte ich ihn schon. Versus L'ho conosciuto nel 1996. Ich habe ihn 1996 kennengelernt. Sapere. Lo sapevi? Wusstest du das? Versus L'hai saputo? Hast du das erfahren? Sentirsi. Si sentiva male. Er fühlte sich schlecht. Versus Si è sentito male. Ihm wurde schlecht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Erklärungen über den Gebrauch und die Gegenüberstellung von Passato Prossimo und Imperfetto helfen. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.